Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, wir sind hier vor Koroll. Ich weiß jetzt nicht mehr, was die letzte Quest war, die wir haben. Der betrunkene Ruhestörer sagt mir, dass die Anfängerin der Alchemiekunst sei und deshalb die Gegend oft nach Zutaten durchstreife. Wenn jemand Minotaurenhörner und Ogerzähne für sie finden könnte, würde sie dafür bezahlen. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich Ogerzähne finden soll. Und ich weiß jetzt aber auch nicht, was wir sonst so machen. Molag Bal hätten wir, Shiagora als Quest hätten wir noch. Auf der Suche nach euren Wurzeln. Ich habe Sendero die ersten 10 Exploranieren geholt. Führte einen orkischen Wucherer namens Kurdan Grodragal eine erhebliche Geldsumme. Er ging vor einem Tag zu ihm, um ihn einen Zahlungsaufruf aufzulegen. Und ist seitdem nicht mehr gesehen worden. Komm, wir können das hier mal machen. Wo müssen wir dafür hin? Nach Bravil. Ich glaube, das mit Ogerzähnen werden wir nicht hinkriegen. Es sei denn, wir kaufen das irgendwo, aber. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr, was ich letzte Mal gemacht habe, außer mit den Ogerzähnen suchen. Daher mache ich jetzt random einfach irgendwas. Es tut mir auch leid für die, die sich gefreut haben. Das werden wir aber noch machen. Ich muss aber auch auf jeden Fall nochmal in die Kommentare schauen auf YouTube. Weil ihr habt mir da auch ein paar Tipps gegeben, wo ich das finden könnte. Oder so. Meine ich gesehen zu haben, aber ich habe noch nicht geschafft, da richtig reinzuschauen. Hab das nur über das Handy so mit Benachrichtigungen bekommen, sodass da irgendwie was war. Kurz. Ich werde da auf jeden Fall nachher mal reinschauen, also nach der Aufnahme. So, aber jetzt erst einmal nach Bravil. Die Tore will ich aber erstmal später machen. Die ganzen Tore, das sind ja schon einige hier. Wer ist das? Womit habe ich diese Ehre verdient? Helen? Ist mir ein Vergnügen, fahrt fort. Gerüchte? Hey, seid ihr nicht die, die man die Heldin von Quatsch nennt? Die das Oblivion-Tor schloss und die Stadt vor dem Unglück bewahrte? Wiedersehen. Ich frage mich immer noch, warum werde ich hier als Heldin bezeichnet? Ich spiele hier eigentlich einen männlichen Charakter. Also, das frage ich mich immer noch bis jetzt. Also, woran liegt's, dass ich die Heldin von Quatsch bin? Kann ich hier so rüberspringen? Nee. So, aber wir gehen jetzt erstmal nach Bravil. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich freue mich schon auf Skyrim. Weil erstmal Controller-Steuerung, zweitens, das habe ich so viele Jahre gespielt, ja, nachdem es rauskam. Beziehungsweise ich habe es, glaube ich, ein Jahr nachdem es rauskam, das erste Mal gespielt. Und hatte auch, ich glaube, ich hatte die Legendary Edition gehabt danach, also die Standard Edition für die PS3 damals. Dann die Legendary Edition, ich glaube, das war schon für die Legendary hat, na, die Legendary hatte ich, glaube ich, für die Xbox One, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, die war das. Oder zumindest die Version, die für die Xbox One dann rauskam. Und jetzt aktuell habe ich auch die aktuelle Version, die Anniversary Edition. Wo auch die ganzen Creations drin sind und so. Und da freue ich mich auch drauf, was da alles dann mit drin ist, was da alles neu hinzugekommen ist.
Und das wird dann das auch das erste Mal sein, wo ich dann Skyrim... Entschuldigung. Voice Crack. Wo dann Skyrim bei mir auch dann richtig gemoddet sein wird. Mod-Support hatte es ja auch für die Xbox. Aber... da ist es nicht so umfangreich hier wie für den PC halt. Okay, der geht mir gerade auf den Senkel. Habe ich jetzt mein Pferd getroffen? So, ich hoffe, mein Pferd geht gut. Ja, aber der ging jetzt gerade mir richtig auf den Senkel, der Wolf. Ist das ein Feuer danach? Geh mal lieber erstmal weiter. Ich muss aber auch ehrlich sagen, das Schwert mag ich. Wer ist da? Warum haut ihr auf mein Pferd? So, hat die was? Und wer hat die, ne? Wer bist du denn? Wie? Bitte fahrt fort. Dralora Atlan? Aufgaben für die Kämpfergilde? Hier gibt es keine neuen Aufträge für eure Gilde. Schönen Tag. Okay. Apropos Kämpfergilde, da müssen wir auch mal weitermachen. Mal ein bisschen vorankommen. Oder vielleicht können wir auch erstmal der Magiergilde beitreten. Oder wir können auch diese Hauptquest mal weitermachen. Da war ja auch irgendwas. Bis wir dann irgendwie die nächsten Nebenquest hier mal machen. Hornhöhle entdeckt. Das da sieht auch schön aus. Und ein Wasserfall. Wo genau bin ich hier? Ah, okay, ist noch die Hauptstraße. So, Bravil. Wir wollen mal hin. Ich finde es aber echt schade, dass wir das hier jetzt eher nicht mit dem Controller spielen können. Ich hätte das gerne mit dem Controller gezockt. Aber naja, dann wird das halt mit Skyrim der Fall sein, dass wir da Controller-Steuerung haben. Und dann noch Elder Scrolls 6 und Elder Scrolls Online. Das wollen wir auch noch anfangen. Ich glaube, mit Elder Scrolls Online werde ich wahrscheinlich doch erst anfangen nach Elder Scrolls 6. Weil da wird dann einiges an Updates und so nochmal neu hinzukommen. Und neue Story-Erweiterungen und so weiter. Und das zu Let's Play, beziehungsweise das wird dann ein Live-Let's Play sein, Elder Scrolls Online. Aber ich habe mir wirklich überlegt gehabt, so, ich glaube, es würde mehr Sinn machen, wenn wir bis Elder Scrolls 6 abwarten, bevor ich damit anfange. Weil Elder Scrolls Online, wenn wir alles mitnehmen wollen, von der Hauptstory, beziehungsweise von Story-Quests und Nebenquests,
Vielleicht auch diese... Zu den Waffen! Nächste Riss. Und jetzt halt! Ha! Ich hoffe, du hast Geld dabei. Wieso haben die kein Geld? Mein Pferd wird auch nicht mehr lange durchhalten. Aber ich gehe auf jeden Fall von aus, dass ich bei Elder Scrolls Online so um die 1000 bis 2000 Folgen haben werde. Wenn ich das komplett Let's Play. Und da vorne haben wir schon Drabi. Immerhin. Der nächste Wolf. Ich will einmal meine Ruhe haben, ja? Einmal, bitte. Genau, kümmer du dich mal um den Wolf. Was mit dem Rotfuchs hier? Und weg ist er. Ja gut, wir gehen rein hier. Wo muss ich genau hin? Meine Kinder hungern. Bitte helft mir. Mach mal so. Wer ist denn das hier nochmal? Da sind auch Kinder. 1, 2, 3. Die glückliche alte Dame. Sie erheben sich, küssen die glückliche alte Dame auf die Wange und hoffen, ihr Wunsch wird erfüllt. Was für ein Wunsch? Wir haben Wünsche? Wo muss ich genau hin? Da hinten. Gehe ich mal von aus. Bitte. Nur eine einzige Münze. Abscheuliche Eier. Von einer Münze kann ich einen ganzen Tag leben. Hier habt ihr eine Münze. Vielen Dank, mein Herr. Möge Stender euch segnen. So, einsame freie Unterkunft. Ja? Was habt ihr zu berichten? Schwarzmarsch ist gefährlicher denn je zuvor. Viele Siedler sind verschwunden und die meisten Nicht-Argonier sind in Angst geflohen. Das Land der Argonier ist wirklich ein seltsamer Ort. Schönen Tag. Kann ich euch behilflich sein? Endlich mal gute Nachrichten aus Quatsch. Die letzten Daedra wurden vertrieben. Interessant. Ich habe gehört, wie jemand sagte, Aleron Locke würde vermisst. Gruß euch! Ich bin Bogrum Grogalasch, euer Gastgeber in der einsame freier Unterkunft. Sie sieht von außen vielleicht nicht besonders vielversprechend aus, aber so ist das halt im wettergegerbten Bravil. So, ich habe jetzt gerade erst gemerkt, dass der Sound doch ein bisschen sehr laut ist vom Spiel. So schön, dass es jetzt fast 15 Minuten waren, 14 Minuten, wo ich das gemerkt hatte. Habe jetzt ein bisschen angepasst. So, Es heißt, dass die dunkle Bruderschaft euch in eurem Schlaf heimsucht, wenn ihr jemand ermordet. Auf diese Weise werden neue Mitglieder rekrutiert. Okay, Auch hier. Aber was muss ich jetzt hier machen für die Quest? Schuld in einem orkischen Wuchler namens Kurdan Gro Dragol. Achso, nicht er. Wiedersehen. Ihr seid heil. Lebt wohl. Guten Tag. Wenn ihr noch näher kommt, verwandle ich eure Knochen in Asche. Haut ab! Ich habe keine Zeit für eure armseligen Plauderversuche. Nun macht euch hinfort, bevor ich Rüde werde. Wer bist du überhaupt? Was ist?
Grüße. Was ist sein Problem? Ich suche auf jeden Fall den, Hallo. Den einen Ork. Wie ist das Wertebefinden? Was denn nun schon wieder? Mitglieder der Magiergilde rühmen Kut-Ai als ausgezeichnete Lehrerin und sehr loyales Gildenmitglied. Ach ja? Was wünscht ihr? Alle Runloche. Das geht euch gar nichts an. Ich würd's euch sagen, wenn ihr nicht so erbärmlich wärt. Das geht euch gar nichts an. Ich würd's euch sagen, wenn ihr nicht so erbärmlich wärt. Was? Ja, ihr ihr braucht gar nicht versuchen, mir Honig ums Maul zu schmieren. Fast. Ja. Ach, ihr braucht gar nicht versuchen, mir Honig ums Maul zu schmieren. So, Ihr habt meine Bewunderung. Sehr beeindruckend. Der war gut. Ihr macht mir keine Angst. Ihr braucht gar nicht versuchen, mir Honig ums Maul zu schmieren. Ihr braucht gar nicht versuchen... Das... Faszinierend. Dagegen ist mein Leben... Was für ein Unsinn. Was für ein Unsinn. Ihr macht mir... Was für ein... Welche Abenteuer, wie ich euch beneide. Okay, wir haben Wortgewandtheit jetzt verbessert. Ach. Das ist... Ihr braucht gar nicht versuchen, mir... Weder jetzt noch in der Zukunft. Was für... Das ist ziemlich... Oh, faszinierend. Ihr... Welche Abend... Der war gut. Okay, warte mal. Der war gut. Meine... Erzählt nicht so... Oh, bitte. Dagegen ist man... Ach, nicht... Was für ein Unsinn. Ihr habt... Erzählt nicht... Nicht... Nichts als leere Worte. Versucht... Das ist Spart. Dagegen ist mein Leben öde und erbärmlich. Verzeiht. Das geht euch gar nichts an. Ich würde euch sagen... Ich raff das und? System nicht. Welche... Sicher. Nicht... Ihr braucht gar nicht versuchen, mir holen. Nicht... Ja, fast. Was für ein Unsinn. Oh, weder jetzt noch in der... Das ist ziemlich... Welche Abenteuer. Mein... Das ist... Ihr... Weder jetzt noch in der Zukunft. Spart, das ist... Ihr habt... Erzählt nicht solchen Müll. Spart, der war gut. Ihr habt... Versucht nicht, mich zu manipulieren. Sich... Weder jetzt... Faszinierend. Oh, faszinierend. Weder jetzt... Das ist ziemlich gut. Ich verstehe die reine Zeit... Ich verstehe dieses Keiner System immer noch sich nicht. Mit Kordan an. Wiedersehen. Denk dran. So, um ihm einen Zahlungsaufschub aufzuflehen und ist nicht mehr gesehen worden. Kordan Dragol geht oft in eine nahegelegene einsame Freiheitskopf. Vielleicht sollte ich ihm dort einen Besuch abstatten. Muss ich ihn verprügeln? Einer der Charaktere, die zur Verwendung dieser Quest nötig sind, ist gestorben. Ja gut, wir laden nochmal neu. Kann er aufhören, mich anzugucken? Ich grüße euch. Was denn nun schon wieder? Es sieht so aus, als hätte einer Hallo. Was habt ihr zu berichten? Das ist Manche Leute berichten von Begegnungen mit Goblins in dieser Gegend vor gar nicht langer Zeit. Ich kann Schönen diese Dinger Tag. Nicht ausstehen. Ist das hier vielleicht dein Zimmer? Dinger. Angeblich zähmen die Hochelfen sie. Das kann ich mir nicht vorstellen. Bis später. Wiedersehen. Hallo. Guten Tag. Was habt ihr zu berichten? Ich habe neulich ein paar Schlammkrabben am Wasser gesehen. Ich habe einen großen Bogen um die Viecher gemacht. So, blaue Wildlederschuhe.
widerliche Kreaturen, aber angeblich soll ihr Fleisch sehr gut schmecken. Seht euch vor. Nanu, ach ja? Was wünscht ihr? Das geht euch gar nichts an. Ich würd's euch sagen, wenn ihr nicht so erbärmlich wärt. Ich hoffe, es lohnt sich. Komm, ich versuche mal mit Bestechen. Für mich? Das wäre doch nicht... Ich nehme es an und... Hab Dank. Wie freundlich. Vielleicht kenne ich ihn, vielleicht auch nicht. Aber ich wüsste was meinem Gedächtnis auf die Sprünge hilft. Ich hab den... Und was ist das? Ich habe erfahren, dass die Axt von Dragol, die ein dummer Vetter von mir verloren hatte, sich auf der Insel von Fort Grief in der Bucht von Nieben befindet. Mein Informant meinte, sie sei in der Mitte des Hauptburgfrieds versteckt. Weiß nicht, was sie bewacht, aber ihr werdet sicher damit umgehen können. Ja, wenn ihr sie mir zurückbringt, will ich euch sagen, wo Aleron ist. Falls ich es nicht zurückbringe? Dann wird Aleron von seiner Reise wohl lange nicht zurückkehren. Sozusagen nie. Wenn ihr bereit seid, und das ist hoffentlich bald, wird ein Boot euch zur Insel von Fort Grief bringen. Axt von Dragol? Ja, es ist eine Streitaxt, in deren Stiel das Wort Dragol eingraviert ist. Riesig. Ihr könnt es nicht verfehlen. Ich werde euch kein Bild malen. Ja, okay. Habt ihr nicht was zu suchen? Ich bin doch schon dabei. Wenn ihr noch näher kommt, verwandle ich eure Knochen in Asche. Haut ab! Ihr seht aus, yes, als wäret ihr geschickt im Führen der Klinge. Hast du was? Der hat nichts, okay. Schönen Tag. Ich glaube, ich habe schon jemanden ausgesucht, wen wir umlegen werden, wenn wir der dunklen Bruderschaft beitreten wollen. So, die Richtung. Also, sobald wir der dunklen Bruderschaft beitreten, weiß ich schon mal, wer dafür drauf gehen wird. Wo muss ich genau hin? Einsame freie Unterkunft. Erzählt ihr mir, dass er den Aufenthaltsort von Aleron? Aber muss ich jetzt nicht raus? Moment. Muss ich da jetzt nochmal rein oder wie? Hallo. Wenn ihr noch näher kommt, verwandle ich eure Knochen in Asche. Haut ab! Er wird draufgehen, wenn wir den beitreten. Seid ihr bereit, zum Boot zu gehen? Ich bin bereit. Schön. Er soll auf euch warten, am Hafen, neben dem Zauberladen. Und nun verschwindet. Seid froh, dass ihr nicht schwimmen müsst. Wieder über die Geografie. Okay, jetzt ist das aktualisiert. Ja, hallo. Zu dem Boot? Aber da ist ja niemand. Kurz ans Boot. Quest aktualisiert. Ich habe Fort Grief erreicht. Ich sollte ins Innere des zerstörten Burgfrieds vorrücken. Meine Suche nach der Axt zu beginnen. Wo genau befinden? Ah, okay, auf der Insel. Ich bleib dann mal so. Die Insel ist das also. Das Tor wieder von der andersrum geöffnet, okay. Okay, das Tor haben wir aktiviert. Hier haben wir schon mal Ketchup. Da müssen wir wahrscheinlich rein.
Wer bist du? Und anscheinend hat Kurdan noch einen armen Tölpel mit seiner Axtgeschichte geködert. Axt von Dragol? Könnt ihr es euch nicht denken? Es gab nie eine Axt von Dragol. Das war nur ein Trick, um euch herzulocken. Ich fiel auch darauf herein. Mir erzählte er, er würde mir meine Schulden erlassen, wenn ich die Axt fände. Und ich, Idiot, hab ihm geglaubt. Jetzt seid ihr genau wie ich, freiwillig in Kurdans teuflischer Hatz. Und hier werden wir sterben. Axt von Dragol? Ein schlauer Trick. Wie viele wohl dafür schon umgekommen sind. Könnt ihr es euch nicht denken? Es gab nie eine Axt von Dragol. Ja. Kurdan macht sein Geld nicht als einfacher Halsabschneider. Er hat auch etwas, das er des Jägers Jagdrevier nennt. So mancher zahlt ihm viel Geld, um dort menschliches Wild zur Strecke zu bringen. Es gibt keine Fragen. Und Kurdan kümmert sich um die Leichen. Als Jagdgebiet dienen ihm die Verliese unter Fort Grief. Ich wurde hergebracht, weil er wusste, dass jemand nach mir suchen würde. Es tut mir leid, dass ich euch da hineingezogen habe. Ich hoffe, ihr könnt kämpfen. Nur so kommen wir hier lebend raus. Ich habe ein Boot in der Nähe. Das bringt nichts. Die Eingangstür ist nun verschlossen. Jetzt hilft nur eins. Man muss des Jägers Jagdrevier durchqueren und die Jäger töten. Einer von ihnen hat den Schlüssel bei sich. Das sind Kurdans Regeln. Nur so können wir gewinnen. Ich wünschte, ich könnte kämpfen. Aber ich hatte noch nie eine Waffe in der Hand. Bitte, bringt uns hier raus. Ich gebe mein Bestes. Kurdan ist ein Betrüger. Seht euch vor. Was haben wir hier? Rote Seidenkapuze? Das rote Seidengewand? Golddurchwirkte Schuhe? Noch mehr Pfeile. Ihr müsst uns hier herausbringen. Eisenschild, der gibt 9 Schild. Wie viel gibt mir meins jetzt? 11, okay. Dann lassen wir das. So, ich gehe erst einmal nach oben. Na, schade, dass die alle gleich aussehen. Also alle Dungeons meine ich jetzt irgendwie. Okay, können wir da hin? So, nein, komm, spring, 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 der Schachtel. Ihr müsst uns hier herausbringen. Ich bin doch schon dabei. Ich muss eben nur oben was anderes erledigen, ja? Das ist wichtig. So, jetzt haben wir's. Oh nein. Ja. Schattenbeinwein. Dafür habe ich jetzt Dietriche Was soll ich mit Wein? Aber egal, komm. Lurlan, komm, wir gehen rein. Oder auch nicht. Da ist schon der Erste. So, was ist das denn? Elfenkurzschwert. Kurdans kaiserlicher Jäger.
Das nehmen wir auch mal mit. Ja, von Rüstungswerten nichts sehr nice. Aber der... Den nehmen wir mal mit. Noch ein Toter. Wie, jetzt war es nur dieser eine Jäger oder was? Okay, das Wasser gefällt mir nicht. Warte, da war was. Ach, schwingender Stil. Okay. Ach so, das hier. Das sind die. Okay. Ja, gut. Manchmal ist man auch blöd, irgendwas zu sehen. Also ich. Und hier? Kommt man hier auch irgendwo wieder raus? Irgendwie? Irgendwo? War das jetzt ein Fehler? Ich glaube, hier kommt man raus. So. Da muss ich hin. Ich hoffe, du hast auch noch was. Das hier, das. Elfenlangschwert. Vielleicht nehme ich den auch lieber mit. Statt ein Kurzschwert. Den nehmen wir auch mal mit. Weiter. Hey! Hey! Okay, giftige Dämpfe. Vermutlich muss ich da lang. Das Jagdrevier. Von da kamen wir. Von da muss ich, glaube ich, vermutlich hin. Wer ist da? Mehr könnt ihr also nicht? Oh, der... ich habe alle Jäger besiegt. Ich sollte die Leiche des Orkjägers nach dem Schlüssel für die Wartentür von Fort Grief durchsuchen.
Warte mal, nimm mal so alles mit. So, ich habe den Schlüssel des Burgfrieds von Fort Grief gefunden. Ich sollte jetzt zu Aleron zurückkehren und mit ihm zusammen diese Insel verlassen. So, ich bin zu schwer. Okay, das haben wir. Zwergenhelm haben wir nicht. Haben wir alles? Zwergenstiefel. Ich pack das erstmal hier hin. Okay. So. Der macht sogar noch mehr Schaden. Ich bleib trotzdem erstmal dabei, weil der macht auf Feuerschaden. Aber dass wir dann den als Ersatzschwert erstmal bei uns haben. Okay, wir sind wieder hier. Hier bin ich falsch abgebogen. Wo? Ah, okay, das ist schon richtig hier. Gut. Okay, Athletik hat sich auch wieder verbessert. Sind wir gerade? Oh, ich konnte gerade gar nichts machen. Nicht schlecht, wie ihr meine Klienten getötet habt. Aber es ist egal. Andere werden kommen mit prallen Geldbeuteln und Mordlust im Herzen. Zu schade um Aleron. Hab ihn nicht mehr gebraucht, jetzt wo ihr hier seid. Zumindest ist seine Schuld jetzt getilgt. Aber deine nicht. Aber ich habe euer Spiel gewonnen. Ich bin glaubt ihr wirklich, ich könnte mir erlauben, euch gehen zu lassen? Der Schlüssel ist nicht echt. Kein Opfer hat die Insel je lebend verlassen. Und so soll es auch bleiben. Bei einer Sache hattet ihr jedoch recht. Das ist mein Spiel. Und ich ändere die Regeln. Ich wärme mich gerade erst auf, du erbärmter. So. Bei meiner Rückkehr sah ich Kurdan vor der Leiche von Aleron stehen, den er ermordet hatte. Ich hatte keine Wahl, als ihn anzugreifen und zu töten. Kurdan erwähnte, dass der gefundene Schlüssel gefälscht sei. Vielleicht trägt er den echten Schlüssel bei sich. Ach, da sind noch mehr Leute. Also nicht. So. Nehmt das. So, den haben wir auch. Elfenbogen, Eisenpfeile. Nehm den mal mit. Elfenpfeile. Pfeile nehme ich auf jeden Fall mit. Ich weiß jetzt auch nicht, wie gut der Elfenbogen ist. Ein Eisenbogen. Ich find's krass, dass wir jetzt schon bei Claymore das versengen. So, Käse. Echter Schlüssel für Fort Grief. Der Schlüssel, den ich bei dem Orkjäger gefunden hatte, war tatsächlich eine Fälschung. Den echten Schlüssel trug Kurdan bei sich.
Er hatte nie die Absicht, uns gehen zu lassen, unabhängig vom Ausgang seiner kranken Jagd. Ihr solltet den Burgfried verlassen und mit dem traurigen Neuigkeit zu Osana zurückkehren. Hätte ich ihn irgendwie retten können? Schlüssel für Loches Haus? Gold? Ein Eisenlangschwert? Wie komme ich denn hier raus? Das ist jetzt die Frage. Wie komme ich hier raus? Ich hänge hier gerade irgendwie fest. So. Ich habe ja jetzt einen Schlüssel, aber wie komme ich hier raus? Gibt es ein Schlüsselloch dafür? Oben vielleicht? Irgendwie muss doch irgendwo was rein, damit ich hier raus kann. Den Ketten kann ich auch nichts machen. Ja, das Tor wird anderswo geöffnet, aber gab es da drin vielleicht doch noch was? Des Jägers Unterwelt. Ah, okay. Hier. Ich habe das Tor zur Festung Grief aktiviert. Ah. Manche sagen, dass gewisse Mitglieder die Diebesgilde geraubt. Konnte jetzt auch niemand zu Ende lesen. Hallo. Grüß euch. Wie geht's? So, mit ihr muss ich reden, ne? Irgendetwas stimmt nicht, das weiß ich. Was ist mit Aloran geschehen? Es tut mir leid, Osana, er ist tot. Als ich euren düsteren Blick sah, wusste ich, dass ihm etwas zugestoßen war. Und was ist mit Kurdan, diesem Schurken? Er lebt nicht mehr länger. Dann wurde Alarons Tod gerecht. Wie oft habe ich diesen Einfallspinsel vor dem Glücksspiel gewarnt. Aber er wollte nie hören. Bevor ihr geht, will ich euch dies geben. Alaron sagte mir, falls er jemals in Schwierigkeiten geraten sollte, könnte ihn das vor dem Gefängnis bewahren. Er wird es nicht mehr brauchen. Also sollt ihr es haben. Bitte. Ich bestehe darauf. Ich weiß, ihr habt getan, was ihr konntet. Und dafür danke ich euch. Und nun, geht in Frieden. Ich möchte allein sein. Der Biografie der Wolfskönigin hinzugefügt. Das soll mich vor dem Gefängnis schützen? Oh, mein armer Alaron. Verdiel. Ach, hier. Da wollt ihr rein. Bei einem Gesellen des Blocks wird er. Ich höre zu, sprecht nur weiter. Oh, hallo. Hört ihr den Erzählungen, ja? Nach denen was sich überall Oblivion-Tore auftun? Gehört, hier wurden neulich ein paar Goblins gesehen. Schreckliche Kreaturen. Du bist was ist? Hallo? Es waren immer Bruderschaft. Schreckliche Kreaturen. Gil-Gondorin. Im ja? Silberheim am Meer gibt es Betten und Essen. Was braucht ihr?
Ich hätte gern ein Bett. Ich habe eine Kammer, so ist es. Und eine schöne Kammer noch dazu. Für nur 10 Goldstücke gehört sie euch für die Nacht. Ja, gern, ich nehme es. Wohlan, nur die Treppe hinauf im ersten Stock. Die letzte Tür rechts vor der Stiege. Beehrt uns bald wieder. Letzte Tür rechts vor der Stiege, okay. Seht euch. Ist das wahr? Ihr vorne Geist Zweifel. Ich habe euch... So. Das hier. Legen wir uns mal pennen. 8 Uhr, ne, 9 Uhr abends schon. Machen wir bis 7 Uhr morgens. Dann müssten wir jetzt auch unsere Skillpunkte hier verteilen können. Ja, da haben wir schon. In Stärke und Konstitution auf jeden Fall. So, was nehmen wir als nächstes? Wir haben in Willenskraft beeinflusst ihre Geschicklichkeit, ihre Bonus und ihre Gesamtausdauer. Zuständig für die Fähigkeit Sicherheit, Schleichen und Schießen. Oder ich würde das hier machen, damit wir schneller sind. Erstmal. Hat ein bisschen gedauert. Okay, ich wollte schon sagen. Das Spiel mir eingefroren. Einen wunderschönen guten Tag. Seid gegrüßt. So. Morgen. Ich würde aber gerne einmal für Raider 9, ich würde ein paar Sachen mal einlagern gehen, die ich habe. Ein Experte des Blockens, ja. Seid begrüßt, Ritter. Achso, und gegrüßt, das Schild vielleicht hier jetzt unten hinpacken. Beziehungsweise... Was? Wenn ich's nicht reparieren kann, ist es nicht kaputt. Alles reparieren für 3000? Ah ne, 134, okay. Das passt. Lebt wohl. Hier wollte ich hin. Und die Sachen jetzt endlich mal hier voll alle ablegen. So, und dann will ich das hier haben. Haben wir ein Elfending und Rest alles erstmal Dwemer. Wo, warte mal, Handschuhe fehlen, wie kann das sein? Ja, die Handschuhe fehlen mir noch. Und oben will ich auch noch ein paar Sachen einlagern. Seid gegrüßt, Ritter. Seid begrüßt. Einen Tipp habe ich auf jeden Fall gelesen gehabt. Dass mir... Ne, warte. Hier, die Pfeile, die will ich erstmal hier einlagern. Genauso wie den Bogen. Den werde ich verkaufen gehen und den lade ich hier auch mal ein. So. Dann würde ich gleich ab der Tränen des Ritters. Ruhestörer, wenn die Götter ärgern. Mir kommen seltsame Berichte von merkwürdigen Geräuschen und Brüchen zu hören, die aus dem Bereich um Rosentia Galenus Haus hier in Lea Wien kommen. Vielleicht sollte ich die Sache untersuchen. Wo geisterfrei sich tummeln. Bei der Geburt getrennt. Der Vater Morgen. Geoffrey möchte, dass sich Baurus und
In Lüpper Broads Pension in der Kaiserstadt kontaktiere. Der Feind hat das Amulett der Könige und Baurus könnte die Spuren haben, die wir zu seiner Wiedererlangung benötigen. Komm, ich würde sagen, nächste Folge werden wir das dann machen. Jetzt machen wir uns aber erst einmal auf den Weg, die Sachen noch zu verkaufen. Aber komm, zu Wormnet Herberge können wir erstmal schnell reisen. Tschüss, Pferdchen. So. Sind wir jetzt auch das erste Mal seit Ewigkeiten wieder in der Kaiserstadt? Ich feiere das gerade aber wirklich, dass wir jetzt fast eine vollständige Bema-Rüstung haben. Fehlt jetzt wirklich nur noch die Handschuhe und ein Schwert. Kaiserstadt Talosplatz platziert. Warte mal, was sagt denn die Uhr hier? 7 Uhr abends. Ja, super. Sprecht. Tiber Septim Hotel, wo waren die Händler? Ihr dürft sprechen. Ich habe jetzt nicht vor, mit euch zu sprechen. Wie schön, euch zu sehen. Ich höre euch zu, Bürger. Seid gegrüßt, guter Bürger. So, müsste ich hier nicht, da muss ich zwar hin wegen der Hauptquest, aber müsste ich hier jetzt nicht irgendwo ein Händler sein oder so? War das nicht das Händlerbezirk? Was ist los? Seid gegrüßt, guter Bürger. Hauen und stechen, da gehen wir mal rein. Ja? Handeln. Rüstung, Waffen. Ich habe was, euer Herz. Ja. Und das hier auch nochmal. Ich glaube, die Dinger brauchen wir nicht. Das klingt nach. Nee, das lassen wir mal. Empfehlt mich euren Freunden. Mach ich. Danke. Auf Wiedersehen. Ich grüße euch. Guten Abend. Okay, die hat jetzt Feierabend gemacht. Ich bin ganz Ohr. Hören wir uns das einmal an. Die haben jetzt alle Feierabend gemacht. Was ist das hier? Einen wunderschönen guten Tag. Okay, ich grüße euch. Ich gehe mal in Richtung zu Baurus. Und dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.